Wie lautet denn die Zahl, die exakt zwischen ein Drittel und ein Halb, also genau in der Mitte liegt? Ja, dazu müssen wir den Mittelwert, also den Durchschnitt, bilden. Und den kriegen wir doch, indem wir erstmal die zwei Zahlen addieren und das Ganze noch durch zwei teilen. Machen wir das doch mal. Wir rechnen also ein Drittel plus ein Halb und müssen das Ganze noch durch zwei teilen. Naja, und um jetzt zwei Brüche zu addieren, braucht man ja den Hauptnenner. Und der wäre bei Drittel und Halben, also die 6. Wir müssen also irgendwie auf Sechstel kommen. Okay, und um ein Drittel auf Sechstel zu bringen, müssen wir diesen Bruch mit 2 erweitern. Wir rechnen also im Zähler und Nenner mal 2. Einmal 2 ergibt 2 und 3 mal 2 ergibt 6. Und auch ein Halb müssen wir auf Sechstel bringen, indem wir mit 3 erweitern. Einmal 3 ergibt 3 und 2 mal 3 ergibt 6. Klar, ein Halb ist auch 3 Sechstel. Und das Ganze teilen wir noch durch 2. Okay, jetzt kann man das ja recht simpel addieren. 2 Sechstel plus 3 Sechstel ergibt doch 5 Sechstel, was wir jetzt auch noch durch 2 teilen müssen. Ja, jetzt ist 5 Sechstel durch 2 nicht ganz so angenehm zu rechnen. Deswegen schlage ich vor, dass wir 5 Sechstel noch auf Zwölftel bringen, indem wir mit 2 erweitern. Warum, siehst du gleich. Dann erhalte ich nämlich 10 Zwölftel, was wir noch durch 2 teilen müssen. Naja, und was ist jetzt die Hälfte von 10 Zwölftel? Das sind doch 5 Zwölftel. 5 Zwölftel liegt also genau in der Mitte von ein Drittel und ein Halb. Und das war Mathe mit Nick.